Hey Chicas, ich hoffe euch geht's gut. Heute habe ich für euch ein Favoritenvideo. Ich glaube, es ist wirklich lange, lange her, dass ich ein Favoritenvideo abgedreht habe. Ich meine, es war vor Weihnachten oder so gewesen. Aber wie ihr wisst, es ist ja nicht immer so, dass man irgendwie jeden Monat neue Favoriten hat. Und ja, deswegen gibt es jetzt von mir ein Favoritenvideo, denn es gibt einige schöne neue Produkte, die ich testen durfte, die ich lieben gelernt habe und die möchte ich ja mit euch heute teilen. Also ganz, ganz viel Spaß. Fangen wir mit der Foundation an. Ihr wisst ja, ich war ja bei Catrice auf einem Event in Berlin und da durfte ich diese Foundation testen und das war wirklich ein Mega-Favorit von mir im letzten Monat. Ich trage die auch heute. Ich finde die so, so gut, weil die ist so ultradeckend. Sie hält sehr, sehr lange, sie setzt sich aber trotzdem nicht ab und man hat trotzdem so einen matten Effekt einfach im Gesicht. Ich finde die so, so klasse. Ich finde Foundation aus der Drogerie, die einfach preiswert ist und trotzdem ein sehr schönes Ergebnis erzielt. Also ich kann die euch wirklich nur empfehlen. Ich habe hier die Farbe 25 Warm Beige. Ist mir ein bisschen zu hell, deswegen habe ich diese Drops hier verwendet. Das nennt sich Prime and Fine Makeup Transformer Drops. Das ist die Farbe Darking. Das gibt es auch einmal im Hell. Das heißt, ihr könnt da ein bisschen experimentieren, eure Foundation ein bisschen dunkler machen oder eben mit den helleren Drops die Foundation heller machen. In diesem Fall habe ich das hier natürlich benötigt und habe die Foundation dann ein bisschen dunkler gemacht, individuell auf mich abgestimmt sozusagen. Ich finde beide Produkte richtig toll. Das finde ich mega cool, weil ich glaube, sowas gab es in der Drogerie gar nicht. Und wie oft stehen wir da und suchen unseren Farbton in einer Foundation und finden es nicht. Und zu Hause ärgern wir uns dann, ja, wenn die Farbe oder die Foundation da nicht zu uns passt. Und das finde ich richtig cool. Das ist auf jeden Fall eine gigantische Erfindung. Sehr zu empfehlen. Und auch diese Foundation echt einfach nur top. Es geht weiter mit einer Wimperntusche. Die ist auch von Catrice. Und ich finde die so gut, Mädels. Die trennt die Wimpern so, so schön. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. In meinem letzten Video hatte ich keine Fake Lashes an. Das waren meine eigenen. Natürlich hatte ich nicht ultra krasse Wimpern. Aber ich finde, ich habe einen sehr schönen natürlichen Schwung gehabt und das hat diese Mascara hier gemacht. Deswegen, ich kann die euch nur empfehlen. Ich finde die wirklich klasse. Ich finde auch das Gummibürstchen richtig schön und die ist auch nicht zu groß, nicht zu klein. Man kommt auch unten, also an den unteren Wimpern, richtig gut dran. Und zwar nennt die sich Sculpt Volume Definition. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass diese Mascara die Wimpern auch irgendwie optisch verlängert. Im letzten Monat habe ich sehr gerne ein Lippenpeeling verwendet und zwar ist das einer von Lush. Das ist auch, glaube ich, die neue Valentinstags-Kollektion. Ich finde den so gut. Ich habe davor auch eins gehabt in Rot und den habe ich nicht so schön empfunden. Also natürlich, das hat die Lippen sehr gut gepeelt, aber ich fand den Geruch einfach nicht so schön. Und dieser hier riecht so lecker. Also ich würde es am liebsten essen, wirklich. Das ist so toll und ich finde auch optisch gesehen die Verpackung sehr, sehr schön in Pink. Das nennt sich The Kiss und hier steht, du verteilst Küsse. Stell sicher, dass sie zart und weich sind. Ja, wie ihr wisst, kämpft Lush gegen Tierversuche. Ich finde die Inhaltsstoffe sehr, sehr gut und das Teil riecht so lecker. Und um die Pflege nochmal zu verstärken, habe ich dann immer Carmex benutzt. Also nicht nur im letzten Monat, irgendwie so in den letzten 3-4 Monaten greife ich immer zu Carmex. Und wenn das leer ist, dann kaufe ich mir das auch immer wieder neu. Ich finde das richtig klasse und es ist so die einzige Pflege, die mir eine Pflegewirkung zeigt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also ich habe ja diese, wie heißen diese runden Dinger? Ich komme gerade nicht drauf. Ist wurscht. Egal welche Pflege bisher, natürlich sind die Lippen butterweich danach. Also ich meine, selbst wenn ihr eine Creme nehmen würdet und euch das auf die Lippen schmieren würdet, werden die weich. Das hatte ich noch nie, wie bei Carmex, dass meine Lippen dann, obwohl die extrem trocken sind, auf einmal wie neu geboren sind. Und bei Labello oder sowas habe ich immer das Gefühl, dass ich da tausendmal drauf schmieren muss und dass sich da einfach nichts tut. Deswegen Klassiker, Carmex finde ich richtig gut und bekommt ihr überall, sogar bei Rewe, bei DM sowieso und auch bei Müller oder sowas und bei Rossmann auch, ja. Kommen wir zu einer Gesichtsmaske und zwar ist das eine von Garnier, die habe ich mir jetzt schon dreimal nachgekauft, die finde ich richtig gut. Ich möchte aber unbedingt die andere noch ausprobieren, es gibt noch so eine rosane, ja, die möchte ich mir auch auf jeden Fall nochmal anschauen. Die heißt Skin Aktiv.
Das ist einfach eine Tuchmaske, die kann man sich dann drauflegen und einwirken lassen und später dann die Feuchtigkeit nochmal in die Haut einmassieren und das braucht man auch nicht abwaschen oder sowas. Ich finde die Pflegewirkung richtig klasse. Das spendet unheimlich viel Feuchtigkeit, was für mich einfach unerlässlich ist, weil ich habe einfach eine trockene Haut und ich brauche einfach so ein bisschen Power. Es muss wirklich sehr, sehr viel Feuchtigkeit bei mir spenden und das tut diese Gesichtsmaske auf jeden Fall. Und ich finde die einfach nur klasse. Sie verleiht auch so einen frischen Kick und ich finde die einfach super. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und ja, die solltet ihr auf jeden Fall auch nur 15 Minuten einwirken lassen. Kommen wir zu einer Gesichtspflegecreme. Ich hatte euch ja die Neutrogena Gesichtspflegeserie vorgestellt gehabt und habe auch so ein Paket an euch verlost. Und ich muss sagen, ich bin so begeistert von dem Cremegel. Das ist das Heat Robust Cremegel. Ich finde es richtig klasse, weil es ist geruchsneutral. Was mir persönlich wichtig ist, also kommt halt drauf an. Manchmal ist es angenehm, wenn eine Creme nach Blumen duftet, ja. Aber ich greife dann doch gerne auf geruchsneutrale Gesichtsprodukte, weil ich weiß nicht, wenn wir dann Parfüm benutzen und dann auch die Bodylotion und dann hat noch meine Gesichtscreme irgendwie einen Duft und meine Foundation auch, weil es gibt teilweise Foundations, die auch Parfum enthalten, wie zum Beispiel die Dior, die habe ich ja auch. Und ganz ehrlich, irgendwann ist es einfach zu viel. Deswegen gerade für euch, wenn ihr so ein bisschen empfindlich reagiert und kein Parfüm haben wollt, dann ist das auf jeden Fall die richtige Gesichtscreme für euch. Ich finde die klasse. Und außerdem spendet die auch ganz, ganz viel Feuchtigkeit. Wie gesagt, die heißt ja auch Heat Robust. Und das ist ein Creme-Gel, also es ist gelartig, sehr angenehm im Auftrag und man hat so einen richtig coolen, frischen Kick im Gesicht. Ich finde auch die Pflegewirkung wirklich super und die benutze ich sehr, sehr gerne momentan abends vorm Schlafengehen, nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe. Und ja, finde ich wirklich ganz, ganz toll. So, kommen wir zu einer Haarfarbe, die habe ich im letzten Monat verwendet. Ich habe von L'Oreal ein Riesenpaket bekommen mit Haarfarben und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, was ist denn hier los? Was soll ich mit so vielen Farben? Ich muss mir da auf jeden Fall irgendwas überlegen, ob ich die an euch verlose, wie ich die euch verlose, weil es sind echt sehr, sehr viele Farben. Also wahrscheinlich werde ich dann so 3-4 Pakete draus machen, weil ich kann ja nicht alle Farben benutzen. Ja, diese Haarfarbe war auf jeden Fall ein Favorit von mir. Die habe ich auch im letzten Monat verwendet. Wie ihr wisst, hatte ich ja meine Haare dunkel gefärbt, aber das wäscht sich raus. Ganz klar, weil meine Haare sind ja gebleicht, blondiert und da hält die Farbe einfach nicht so lange. Und dann hat sich das rausgewaschen und als dann dieser Paket kam mit den Farben, dachte ich mir, cool, dann kann ich das ja jetzt benutzen. Und das ist das Permanent Color Beige Blond und ich dachte mir, hey, dann gehst du auf die Strähnen drüber, da wo es eben blond ist und schaust mal, wie sich das auswirkt und die Farbe ist wirklich wunderschön geworden, wie gesagt, sehr natürlich in einem Beige Blond und ich werde mir das definitiv nachkaufen. Ich finde das so, so klasse einfach und es ist auch total easy, also da sind 2 Produkte drin enthalten, ihr könnt es einfach beimischen, auftragen und dann einfach ausspülen. Hier steht ja auch ganz genau, wie das funktioniert. Dann waren hier auch so Colorist Sprays, das ist so ein One-Day-Color. Davon gab es, weiß ich nicht, 10 verschiedene Farben oder so. Ich werde es euch definitiv einblenden. Ganz, ganz tolle, bunte Farben dabei. Lila, rosa, blau, mint. Also richtig genial. Mädels, bald ist Fasching. Da können wir richtig reinhauen mit Farben und sowas. Wer Fasching natürlich feiert, ich nicht. Ja, und ich habe hier die Farbe Lavender zum Beispiel. Das ist so ein Fliederton. Und die funktionieren natürlich besser, wenn man blonde Haare hat. Aber ich habe auch Kolleginnen, die das auf dunkle Haare ausprobiert haben. Und das funktioniert auch. Und was ich natürlich gigantisch finde, ist, wenn es einem nicht gefällt oder er möchte an diesem Tag einfach experimentierfreudig sein, dann kann er das gerne tun, denn abends kann man das wieder abwaschen. Dann waren auch andere Farben drin, die zum Beispiel 2 Wochen halten, auch so bunte Geschichten. Und dann haben wir natürlich auch die permanente Haarfarbe und das wäre das hier, was ich im letzten Monat ja, verwendet habe und so zufrieden war. Und das wollte ich euch einfach mal gezeigt haben. Das gibt es jetzt in der Drogerie und das finde ich richtig cool. So, dann kommen wir zu meinen letzten 2 Produkten und zwar sind es Lippenprodukte von Trended Up. Ich habe hier einmal das Ultra Matt Lip Cream von Trended Up in der Farbnummer 35. Das ist ein wunderschöner Nude-Ton, der auch so einen bärigen,
vintage-rosigen Stich hat, würde ich sagen. Und dazu passend ein Lip Liner, der einfach wirklich perfekt dazu passt. Das ist die Farbe 210. Seht ihr ja geswatcht, also richtig cool, sehr zu empfehlen. Und vielen Dank an dieser Stelle an Soraya Ali, denn sie hat uns das bei unserem letzten Treffen mitgebracht. So Mädels, das waren meine Favoriten vom letzten Monat. Ich hoffe, da war was für euch dabei, was ihr vielleicht noch nicht kennt, was ihr vielleicht ausprobieren wollt. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich weiß, hier war jetzt nicht so viel dabei, aber ich habe euch einfach nur die wichtigsten Dinge zeigen wollen, die ich sehr, sehr gerne mag. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne jetzt tun, kostenlos. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne bei Snapchat folgen oder Instagram. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich würde jetzt sagen, vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr dabei wart und wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder. Bleibt mir gesund. Ciao.